Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bei uns gibt es heute eine kleine, aber feine Sache. Wir machen gebackene Ricotta mit Feigensalat. Viel Spaß! Hier nun unsere Zutaten für den überbackenen Ricotta. Wir haben hier 500 Gramm Ricotta. Der ist frisch vom Italiener, deshalb sieht er so aus oder ist in solch einer Schale. Wenn man den aus dem Supermarkt holt, ist er natürlich abgepackt. Dazu benötigen wir noch Pinienkerne, zwei Lorbeerblätter, eine Chilischote, Feigen, zwei Eier, Feldsalat haben wir noch dazu, Olivenöl und Balsamico-Essig oder Crema di Balsamico. Und dann zeigen wir euch, was wir daraus zaubern. Nun gebe ich die beiden Eier zum Ricotta und vermenge das mit der Gabel. Der Ricotta ist, ja, er ist fester. Ich sag mal, wie so ein Frischkäse. Übrigens, ein Ei war schon drin. Ja, natürlich, klar. Zu spät angefangen zu filmen. Ja, er schwebte noch in Gedanken. Wie gesagt, das versuche ich zu einer Masse zu vermengen. Das sieht doch schon ganz gut aus. Na, vielleicht kriege ich da noch ein bisschen cremiger hin. Wenn ich dann soweit bin, melden wir uns wieder. Auf jeden Fall. Unsere feuerfesten Formen habe ich mit Olivenöl ausgestrichen. Nun kommt in jede Form ein Lorbeerblatt. Dazu kommen ein paar von den Chilis. Ich glaube, die sind sehr scharf. Zumindest hat das unser Verkäufer gesagt. Mal sehen, ich mache da einfach rein. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Dann ist es zu scharf. So, ich denke, das langt, ne? Okay. Gut, und dann würde ich jetzt das Ganze mit Ricotta auffüllen. Den die Anne noch schön cremig gekriegt hat. Ja. Sieht man hier, ja. Machen wir jedenfalls ganz kurz. Ja. Und somit würde das Ganze dann auf den Grill gehen. Ein bisschen auskratzen kann ich die Schüssel noch. Ja. Nichts verschwenden. Ja, ich schmeiß jetzt mal den Grill ran. An, nicht ran. Genau. Ja, und das Ganze geht dann bei ca. 180 Grad auf den Grill. Mal gucken, wie die gewünschte Bräunung ist. Wir melden uns am Grill wieder. Ja, unseren Grill haben wir jetzt vorgeheizt. Ca. 180 Grad. Da gehen unsere Schätzchen jetzt rauf bei indirekter Hitze. Ja, das dritte könnte gerade noch so rein, passt nicht. Wir müssen ein bisschen variieren. Passt auch so. Genau. Ja, und dann gucken wir mal. Deckel geht jetzt zu. Und ja, wir melden uns dann wieder. Während unser Ricotta im Grill gart, rösten wir jetzt für den Salat ein paar Pinienkerne an. So. Muss jetzt ein bisschen ratzfatz gehen, weil wir sind schon so oft welche verbrannt. Das stimmt. Ja. Ganz kurz anrösten. Pfanne war ja heiß, man sieht schon. Die kriegen schon ein bisschen Farbe. Ich will das jetzt auch nicht weiter übertreiben, großartig. Einmal denke ich noch, ne? Ja, ein bisschen können sie noch. Ja. Gut, wenn sie fertig sind, melden wir uns wieder. Falls sie nicht verbrennen. Sie verbrennen nicht. Ja, das sind unsere gerösteten, angerösteten Pinienkerne. Nicht verbrannt. Okay. Nach 45 Minuten haben wir jetzt unser Ricotta vom Grill geholt. Der Salat ist angerichtet. Ja, oben ist er nicht so schön braun geworden.
Im Backofen werdet ihr wahrscheinlich ein anderes Ergebnis erzielen. Aber die Sache allein lohnt sich wirklich schon. Genau, braun sieht man vielleicht hier, wenn man da an die Kante guckt. So sieht er eigentlich aus dem Backofen aus. Aber naja gut, auf dem Grill ging das halt nicht so gut. Ja, vor Jahren haben wir es mal im Backofen gemacht. Da war das obere richtig schön braun. Naja, mal gucken, wie es schmeckt. Wir sehen uns nachher zum Fazit wieder. Ja, kurzes Fazit. Käse und Feige geht immer. Tolle Kombination. Feigensalat, super gewesen. Beim Ricotta, muss ich sagen, hat mir eine Prise Salz gefehlt. War für Anne war es okay. Und von der Bräunung her kriegst du es im Grill nicht so hin wie im Ofen. Da haben wir es mal vor knapp einem Jahr mal gemacht. Da hast du eine schöne Bräunung oben drauf. Probiert es einfach aus. Ist auf jeden Fall eine total leckere Sache. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts. Und Anne und ich würden uns wieder freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin, tschüss.